Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Mein Name ist Sebastian Schwarz und ich bin Oldtimer-Spezialist. Ich sitze hier heute in einem 68er Cadillac Sedan Devil und dieser Wagen wurde damals offiziell in die Schweiz ausgeliefert und den wollte ich euch einfach mal zeigen, weil der so schön ist und absolut original. Und hier könnt ihr wirklich sehen, wie ein Cadillac aussehen muss, wenn er wirklich in einem absoluten Top-Originalzustand ist. Viel Spaß! So, der Wagen hat 52.126 Kilometer, da es ein Schweizer Auto ist, haben wir auch ein Kilometer-Tacho und das war so üblich. Und jetzt werde ich mal einfach mal ein paar Sachen zeigen. Das Armaturbrett zum Beispiel ist absolut makellos. Da gibt es nichts auszusetzen. Auch der Aufkleber hier in der Tür ist noch da. Die Türverkleidung, die sind immer gerne gerissen. Also da ist hier auch überhaupt nichts. Und die Sitzbank. Ich hoffe, das kann man schön sehen. Die Sitzbank ist in einem absoluten Top-Zustand. Da ist nichts brüchig, das ist schön weich, das knistert nicht, wenn man da reindrückt, wenn diese Polster hier unten drunter kaputt gehen und alt sind, dann knistern die so komisch. Dann macht das immer so. Hier nochmal hinten, da ist auch absolut alles makellos und auch nichts kaputt. Hier, na, fängt das schon ein bisschen an, weil das weniger benutzt wird. Aber das ist alles top. Ja, dieses Auto ist ein absoluter Hingucker. Von außen kann man hier schön sehen, das Vinyldach ist in wirklich gutem Zustand. Und hier, das sind die Probleme von Fahrzeugen mit Vinyldächern. Hier fängt er an und geht hoch. Hier kommen dann so Bäulchen. Daran merkt ihr halt, dass die Scheibenrahmen rosten. Aber hier haben wir soweit überhaupt kein Problem. Sogar Schiebedach, das war ein Extra. Das sieht wirklich, wirklich gut aus. Der Chrom. Das ist ja meine olle Decke da drin. Der Chrom sieht auch noch gut aus. Fängt schon ein bisschen an, pickelig zu werden. Aber das ist leider normal. Dafür ist es auch ein altes Auto. Aber der Wagen hier, der ist wirklich in einem fantastischen Zustand. Also ich muss ehrlich sagen, die 68er gefallen mir am allerbesten. 68, 67. Weil man hier kann man schön sehen, die haben diese schrägen Lampen vorne. So wie der Pontiac GTO. Von 67. 67 und 68 hatten das. Das sind so die Markenzeichen, daran erkennt man die. Absolut, absolut toller Zustand und fantastisch. Auch die Weißwandreifen, das sieht richtig gut aus mit den breiten Weißwandreifen. Wunderschönes Auto. 67er und ein 68er unterscheidet. Ein 67er hatte noch die Scheibenwischer vorne oben drauf. Die haben ein extra Spritzblech und da sitzen die Scheibenwischer drauf. Ab 68 haben sie diese lange Haube, die bis hinten hingeht. Was in den späteren 70ern zu Konstruktionsproblemen führte, weil wenn man die Tür aufmacht und die Haube auf, gab es immer Feinkontakt hier unten in der Ecke. Das werden wir dann auch irgendwann mal bei einem Eldorado sehen. Und die Haube ist absolut eine riesenlange Haube. Jetzt habe ich mal die Haube aufgemacht. Und so muss das aussehen. So muss ein Motorraum aussehen. Das
sieht richtig, richtig gut aus. Der Luftfilter nicht verpilzt. Der Motor in seinem Blau lackiert. Hier sieht man immer gerne, dass die Ventildeckel rostig sind. Und aber die Motoroptik wurde mal gemacht. Das kann man schön sehen. Aber richtig gut gemacht, wie ich finde. So. Also auch von unten sieht der Wagen absolut fantastisch aus. Wurde einiges haben wir gemacht. Die Standardarbeiten wie Stabis, Umlenkhebel, Bremsen, Querlenkerbuchsen, Motoroptik wurde hier gemacht. Da haben wir uns richtig Mühe gegeben, dass das alles wunderschön aussieht. Damit das auch zum Rest von dem Auto passt. Das ist immer wichtig, dass das alles zueinander passt. Die Lüftungsanlage wurde auch mal neu gemacht. So, dann hören wir uns mal an, wie der klingt, der tolle Achtzylinder. Auspuff sieht man natürlich nicht. Der ist da ganz da unten. Was auch wiederum okay ist, weil wenn hier ein dicker Auspuff dran wäre, das würde den ganzen Heckbereich würde das zerstören. Diese schönen Linien und diese schönen Formen, das würde das alles nur zunichte machen, finde ich. Es gibt Leute, die sehen das anders, das ist auch völlig okay, aber ich finde, ein Cadillac sollte in einem absoluten Originalzustand bleiben, weil nur so bleibt er auch im Wert stabil. Dann fahren wir mal damit und schauen, wie der sich auf der Straße verhält. Falscher Schlüssel. So. So. Hier kann man schön die Lenksäule einstellen. Für große Leute kann man es nach oben stellen. Für kleine Leute ganz nach unten an die Beine. Hier kann man sogar raus und rein. Das war schon krass früher, was sie gemacht haben. So. Das Geile finde ich halt die Dreiecksfenster, diese Vent Windows, Belüftungsfenster. Gibt es auf beiden Seiten. So. Ach, und Anschnallen nicht vergessen. Fährt natürlich fantastisch. Diese Vent Windows sind wirklich gut. Die kannst du so stellen, dass dir der Luftstrom auf die Füße weht. Die Gasannahme hier bei dem Auto ist wirklich fantastisch. Ich meine, den 7,7 Liter Motor, den merkt man natürlich schon, wie schön der läuft. Dreh dich nicht um. Den denken die, wir haben was zu verbergen. Nämlich gerade die Polizei im Nacken. Mal gucken, ob sie uns anhalten. Ich habe das schon gehabt, dann haben sie mich angehalten und wollten einfach nur mal gucken. Und mal schauen, ob sie uns am Kreisel hinterherfahren. Ich könnte ja mal hier die Klimaanlage testen, ob die geht. Also die Automatikstellung geht schon mal. Ne, sie fahren weiter. Kein Interesse. Wenn jemand erzählt und sagt, ein Ami, der Amis schaukeln, das stimmt. Sie schaukeln, aber sie schwingen, das ist eher ein Schwingen. Und die Fahrwerke, die sind so fantastisch.
Der fährt wunderbar geradeaus. Ja, man muss nicht permanent rudern, weil wenn man permanent rudern muss, dann ist irgendwas kaputt an dem Wagen. Irgendwas ausgeschlagen, Lenkung und so weiter, Achsgummis, Buchsen, der ganze Kram, der ganze Standardkram, weil da ist immer alles. Lustig. Das ist schon ein geiles Feeling, mit so einem Wagen zu fahren. Vor allen Dingen, man merkt kaum Fahrbahnanstöße. Das schluckt das Fahrwerk einfach so weg. So, und da kommt wenigstens was, wenn man auf den Pinsel tritt. Der 7,7 Liter Motor, der zieht einiges weg. Ich kann ja mal hier einen Berg hoch beschleunigen. Da kommt schon was. So. So, ihr habt jetzt gesehen, wie sowas fährt. Und ich muss ehrlich sagen, der Wagen, ich bin begeistert. Der fährt fantastisch. So muss auch ein Cadillac fahren. Er darf nicht eiern auf der Straße. Man darf auch nicht, muss nicht permanent korrigieren. Der fährt geradeaus. Lenkrad steht gerade. Er hüpft nicht. Weil das ist auch immer wieder ein Thema, wenn falsche Dämpfer drin sind. Viele bauen Heavy-Duty-Dämpfer ein, dann sind die bretthart und dann ist das gar kein Cadillac-Feeling mehr. Ich verabschiede mich für heute. Lasst mir bitte ein Like da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal wieder. Ich danke euch, euer Sebastian.